Hallo und willkommen. Ist kein Ding, die Jetzt-Show oder mehr. Ist es eine, ja, ist eine Erfahrung, eine neue Erfahrung, ein neues Bewusstsein. Wir können es auch ansehen als eine Schule, die Schule des Lebens, wo wir hier lernen, uns darüber bewusst zu werden, weil erstmal, was der Punkt ist. Und wirklich, ja, wer bin ich? Wirklich, was ist meine Natur? Wie lerne ich? Wie habe ich gelernt? Was habe ich gelernt? Und was möchte ich lernen? Diese Kunst wirklich zu entdecken und sich selber wirklich, den inneren Künstler eigentlich zu entdecken, wirklich zu lernen, wirklich kreativ zu sein, lebhaft zu sein, sich über das Leben wirklich bewusst zu werden und zu erkennen, wirklich, was kann ich ändern? Und wie ändern sich Dinge? Und wie kann ich das beeinflussen? Und ja, die einfache Einsicht hier ist, dass um die Welt zu ändern, muss man sich selber ändern. Und das ist schon das Problem hier, weil die meisten Menschen, meisten von uns, wir ändern uns nicht. Wir suchen nur nach Veränderungen in der Welt um uns herum. Oder in der Welt, in der wir leben. Wir suchen nach positiven Erfahrungen. Wir sind so geworden, wie wir geworden sind. Und so ist das ja in der Welt, ja, in der wir leben, in der wir alle nach dem suchen, und um uns zu füttern, wie die Tauben hier. Und wir alle müssen Rechnungen zahlen und wir haben, ja, Druck, um vorwärts zu kommen. Aber wir wurden völlig entfremdet von dem, was es wirklich heißt, lebhaft zu sein, zu leben. Wirklich die Kunst des Lebens eigentlich zu verstehen. Das kann man nicht lehren, das kann man nicht, darüber kann man nicht unterrichten, das kann man nicht, ja, einem beibringen, aber das kann man lernen. Und das ist wirklich die große Kunst des Lernens, die ich Ihnen vorstellen möchte mit keinem Ding.